So, da sind wir wieder mit Arkovic. Ich habe hier ein bisschen an dem Ding gemacht. Das müsste eigentlich reichen, so. Weit ins Wasser. Das müsste tief genug sein, dass dann auch so ein großer nicht mehr herumstehen kann. Einfach so. Jetzt werden wir natürlich noch hier oben Platten drauf machen, damit das bisschen vernünftig aussieht. Dafür brauchen wir jetzt gleich aber wieder Holz. Immer noch Metall holen oder was? Wer ist was? Ne, ich mache hier den Steg. Ah. Jetzt nur die Platten, das müsste eigentlich weit genug sein, ne? Tief genug auch. Und dann baue ich gleich schon Flows. Das ist schon wieder so eine Psychokrabbe da Schon hinten. wieder so. Ich wollte es gerade sagen, da ist schon wieder so eine Mongoloidenfott. Sind so Lützepers. Halt überall voll geil hier, ja. Floß brauche ich gar nicht bauen, da habe ich glaube ich noch eins im Strohhaus. Nö. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Fasern, lol. Warte, Fasern habe ich die ganze Zeit. Ach, ich habe da hier die Sichel, ey. Einmal drauf kloppen, na ja, wieder was weiß ich wie viel, ey. Ah. Tab 600. Gekackt. So. Ohne Spaß, das ist so hart am Lenken, Alter. Ich komme keine 2 Meter nach vorne, Alter. Ich werde immer zurückgebackt. Ich guck mal was, Alter, wenn die Leitung jetzt schon wieder. Lucky Lucky. Hier rum. Stroh ist auch noch da, ne? Wow. Ich muss doch noch ein Bett bauen, ne? Und da in den Haus stellen. Statistik. Wo ich das Floß hingepackt? Da. Oh, Essen machen muss ich gleich noch. Ich voll vergessen. Packen wir da gleich Metall-Foundations drauf und dann müssen wir Metall-Dächer noch machen und Wände für unten. Aua. Bist du denn für einer? Der denn hier? Oh mein Gott, Alter, das ist schon wieder hart am Abfacken, Alter. 8 MB Download und Paketverlust von 5. Wo ist der? Sie verlaufen wir ja, ey. Ist einfach ein Raptor hier rumgegurkt bei uns. Lol. Ja, bei mir ist die Leitung wieder am Abkacken. Weil Unity Media immer wieder meint, das sind Hurensöhne. So, ja, nix. Ich muss mal gucken, Alter, ob ich mir nächsten Monat die Vodafone hole. Oder Telekom. Dann bock mal auf diese Unity-Media-Spackos. So, hier ist wieder Krach ohne Ende. Der meckert da wieder ohne Ende. Kennt man ja nie anders. Schon wieder dunkel,
Geh doch aufs Los, Alter. So. Willst du nicht vielleicht ein Motorboot nehmen? Ein Motorboot. Das Metall, das hält glaube ich ein bisschen. Ja, das Ding hält glaube ich ein bisschen mehr aus als. Soll ich jetzt noch ein Motorboot bauen, Alter? 1000 Materialkosten da wieder. Aha. Guck mal, was das Ding kostet. Spack halt wieder rum. Ja, okay, vergiss es, Alter. Vergiss es. Ey, was ist das denn jetzt hier wieder? Jetzt 180 Fasern, 250 Holz, 200 Leder, 1200 Metallwaren, 150 Obsidian, 400 Polymer und 60 schwarze Perlen. Alter, der greift ja schon wieder nicht. Nee, richtig. Auch nicht schlecht. Hä? Er lässt sich hier wieder in der Ecke nicht platzieren, ey. Richtig dämlich. Ja, wir könnten hier ja erstmal einen Einbruch verüben. Wo hat der Arsch den Sattel her, Mann, ey? Ich will auch so einen coolen, stylischen Sattel. Ich kann den nicht platzieren, so, oder was? Ey, wollen die mich verarschen? Oh, witzig wieder hier, witzig. Und da liegt der dreckige Dan. Tja. Voll assi, wo der hier gebaut hat, ey. Der kann uns voll ausspionieren. Bringt ja nichts, ist ja eh PvE. Das geht mir gerade schon wieder voll auf die Eier hier, ohne Witz. Kann nicht wahr sein hier, ey. Soll ich jetzt wieder abreißen, oder was? Da gammelt ein Spino im Wasser rum. Oder ist das so eine Mongo-Krabbe? Keine Ahnung. Ich hab den doch schon so weit nach hinten gepackt, ey. What the fuck, Alter, wie sehen deine Hände aus? Hä? Bei mir hast du so überlange Arme. Schon wieder zu viel Pilze gefressen, wa? Ich kack mich schon wieder ein. Bringt ja alles nix. Was soll ich denn jetzt machen hier? Das ist doch voll die Kacke. Wieder alle abreißen.
Würde ich sagen, ne? Normal probieren. Bullwop, der da gestanden hat. Gibt gut Metallbahn. Darf nicht zu weit nach Dings, ne? So. Mal ausprobieren. Der dreckige Dan. Geht doch, ey, meine Herren. So, dann mache ich jetzt Metallwände. Ich glaube, ich mache das auch so. Wir haben so viele Foundations. Wenn mir das Metall ausgeht, platziere ich einfach welche und mache die wieder kaputt. Industriezerkleinerer haben wir ja leider nicht. Noch nicht. Aber bevor. Ich brauche nicht viel, warte mal. Für einen Industriezerkleinerer. Was? Da führt er wieder Selbstgespräche. Ja, was für wie Industriezerkleiner? Packst du rein, ist das Zeug wieder. Ja, ein Teil davon, aber der kostet sau viel. Ja und? Muss ich ja nicht jetzt bauen, ne? Irgendwann. Jetzt brauch ich zwei. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass du so schnell an 2500 Kristall kommst, die das Ding braucht. Oder sogar 3200, ich weiß es gar nicht. Ich muss zwei runter, das geht uns nicht. Tja, 6. Da habe ich auch, ne? Ja. 24 Wände brauche ich. Und 9 Dächer. Ah, wieder Weltumgang hier. Wieder. Dann pack ich mal da rein hier. 200. Hoffentlich reicht der Zement. Ich mit dem Floß fertig bin, kommt da eh nichts dran. Wenn das funktioniert, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das funktioniert. Wäre ja blöd, wenn nicht. Aber zum Glück nehmen die Strukturen von dem Erdbeben keinen Schaden, dass du das nicht andauernd wieder reparieren musst. Was habe ich jetzt gesagt? 24, ne? Das reicht nicht. Mich doch am Arsch. Heiß. Ich schon wieder mit Zellwände, der Kerl, ey.
Ja. Ohne Fleisch kein Preis. Ich möchte schon wieder vom Server runter. Ja, zumindest nichts im Haus. Wenn schon wieder mit diesen Unity-Media-Huren sind. Ich glaube, hier wird schon wieder Metall gesnackt. Oh ja, noch mehr, ey. So. Das soll eigentlich reichen für mein Vorhaben. Die Fundamente tue ich mal wieder rein. Ja, das Leben ist schwer, fuck. Voll gemüdet, Alter. Der Daniel. Was ist das denn? Schutzanzug, Stiefel. So, dann wollen wir mal gucken, ob das so hinhaut, ne? Deswegen habe ich eigentlich auch im Moment keinen Bock darunter in diese Schlucht zu gehen, weil dann passiert der Scheiß wieder und dann bist du gefickt. So, und jetzt müsste doch eigentlich nur eine konstant laufende Internetleitung, aber nö, das ist kein Unity Media nicht, ihr nicht. Tü. Oh, guck mal, ich brauche ja noch nicht mal Dings. Reicht ja, wenn ich das so mache. Ein bisschen komisch aus. Müsste eigentlich so gehen, aber naja. Jetzt habe ich die schon mal gebaut, ey, ist auch egal, ne? Aber ich brauche ja noch mehr von den Dings. Praktisch. Wenn wir auch angelegt haben, dann. So.
So. Das brauche ich trotzdem noch, natürlich für drumherum. Nur gucken, ob ich das nicht da einstellen muss hinterher, wie viel auf dem Floß gebaut werden kann. Immer dieser Krach hier in der Bude. Geht zum Beispiel schon wieder nicht, deswegen lasse ich die Oberfläche sieht schon geil aus. Element Erz. Man muss auch vielleicht irgendwann mal, wenn wir ausgerüstet sind, an die Oberfläche. So, jetzt baue ich noch einen hier einmal so drum, das reicht dann von der Größe eigentlich. Das soll ja nur so ein Safe Room sein, sozusagen. Panic Room. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 Platten. Stück bedeutet, boah, 350, 420 Metall brauche ich noch, ey. Forge lässt auf sich warten, ey. Aber danach brauchen wir erstmal kein Metall mehr. Weil den Rest mache ich mit Stein. Ein bisschen ist ja hier noch ein Schmolzen. Das ist aber echt das nächste, was jetzt gemacht wird, eine Forge. Das dauert hier alles zu lange, echt. 30 noch. Zement reicht hoffentlich. Oh, wird knapp. Was habe ich jetzt gesagt? 13, ne? Genau eine fehlt. Doch zu wenig Metall.
Zack, da, zack, zack. So, der Rest kann erstmal einschmelzen in Ruhe. Dann bauen wir gleich eine Forge. Würde ich sagen, das wird langsamer Zeit hier, falls ich die schon freigeschaltet habe. Ich glaube aber nicht. Jetzt glaube ich erst Level irgendwas mit 80 oder so. Ja, hier. Das ist sie, glaube ich. Boah, ey, das ist schon wieder... Müsste doch gleich mal wieder hell werden, ne? Ah, 50-50 ist es momentan. Das hat auf 50-50 gewechselt. Was ist das schon wieder für eine Baggerei hier? Kann man hier an der Wand so 4-5 Tresore reinpacken, dann tut man halt das Wichtigste rein, was auf jeden Fall nicht zerstört werden sollte, falls wir wirklich mal von so einem großen Mistfieder angegriffen werden wie letzte Mal. Letztens haben wir richtig Glück gehabt. Und drumherum da die Platten, die jetzt noch Platz ist, eine könnte ich ja noch. Da werde ich dann Turrets draufstellen noch. Habe ich jetzt 2 zu viel gemacht? Ist klar. Dann machen wir das folgendermaßen. Hä, was? What the... Hallo, noch da? Nein. Voll weggeknackt, Alter. Naja, kann ich später bestimmt noch gebrauchen, dann... Oh. Boah, ich glaube, ich mache mir gleich mal ein paar Brötchen, dann ich mir mal ein paar. Warte mal, ich habe doch sogar, glaube ich, noch Stein, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe da so viel gehabt. Ja, geile Sache. Steinewande. Ich brauche aber trotzdem noch... Kann ich hoffentlich bauen. Ein bisschen Holz habe ich ja hier noch. Ich brauche ja nur ein so ein Ding. Jawohl. Ne, 2 brauche ich davon. Erstmal. Das ist Stroh, ey. Wer hätte gedacht, dass ich Stroh mal so dringend brauchen werde immer wieder, ey. Und Toilettenpapier draus machen. Stein können die ja nicht kaputt machen, haben wir ja mitgekriegt. Halt hier ist schon wieder Raptor, sein Sohn Action, halt hier rennen 6 Raptoren rum, ey. Später mache ich hier noch Fenster rein. Oh, warte mal, nervt sonst hier, wenn ich jetzt wieder hier. Ich flieg schon wieder vom Server, Alter. Bei dir läuft. Kann echt nicht sein, Alter, dass ich
dass ich 2 Minuten in der Base direkt wieder vom Server runtergekachelt werde, Alter, weil Unity Media so ein Hurensohn lernen ist. Der hat immer, ne, also. Ich glaube, ne, fast jedes Video, in dem der dabei ist, ist nicht monetarisierbar wegen Beleidigung, Alter. Ey, komm, Zeit ist wird hell. Ja, ich mach's 3 hoch. Kann ja zwischen Etagen machen. Oder ich mach gleich mal ein Hard Reset von der Xbox, ey. Vielleicht wird das hier an alles helfen. Eine nur, was? Fehlt mir denn da schon wieder Holz? Holz! So. Lol. Irgendwie kippt die voll schnell um, ne? Aha. Klappt doch nicht so wie erwartet. Stimmt, ey. Hätte ich einen weniger machen müssen. Kann ich das nicht hier? So lächerlich manchmal das Bausystem hier, ne? Und sowas nennen die Vollversion. Ja, wäre aber geil, wenn ich hier vor. Also. Ah, ist kacke, ne? Ja, geht nicht anders. Wenn die Base, bevor schon wieder runterfliegt, ey. Zara.
So. Ja, deswegen baue ich die nicht so hoch. Weil es jetzt halt schwer ist. Konnte man die nicht irgendwie rauszoomen? Ja, ne? So. Man sieht nichts, das ist wirklich kacke. Jetzt hole ich hier nur Stein, Alter. Mit der Orbit-Kamera kann man das Ding nicht drehen. Tüt. Ja, aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das sieht aus. Halt als Safehouse so sozusagen, weißt du? Ist jetzt natürlich, wäre geil, wenn das perfekt stehen würde, aber ist irgendwie kompliziert. Schön scheiß die Wand an. Ja, komisch. Egal. Ist auf jeden Fall erstmal gut, wenn uns irgend so eine scheiß Reaper und so angreifen. Zum Flüchten und alles perfekt. Ich werde nur mal gucken, dass ich später noch ein Beomorph-Tor mache oder so. Dass man da vielleicht ein Beomorph, sag ich schon, so ein Dinosaurier-Tor. Damit man da im Fall der Fälle auch Raptoren so reinpacken kann. Ja, da ist dann erstmal erledigt. Fertigstellung erfolgt dann erst, wenn die Tresore da sind. Ansonsten haben wir das ist ja unser Ressourcenfloß, das ist jetzt unser Safe-Floß sozusagen. Unser Notfall-Floß. Eigentlich keinen Sinn mit dem Steg, ne, aber. So, jetzt gehen wir nochmal kurz mit dem Spino da vorne aufräumen und dann ist Feierabend für die Folge. Ja, ich kann ein bisschen überladen, würde ich sagen. Boah. Ja, auch mal aufpassen, das wird das hier unordentlich langsam. Ich packe hier gerade irgendwie. Ja, gut, Baumaterial ist ja egal. Auch noch Steinwände drin. Packen wir da rein. So. Und hier gucken. Die haben kein Dings mehr. Holz.
Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal an die Arbeit in Sachen Forge und Level 80 natürlich, damit wir lernen können. Und wenn wir Glück haben, finden wir einen Bauplan. Also dann, ich verabschiede mich für die Folge. Lasst ein Like da wie immer. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Tschüss.